Hey, willkommen zurück zu Don't Auswander. Mann, Alter, war das ein geiler Prank gerade von dir. Ja, in der letzten Folge habe ich mich richtig hart geprankt am Ende. Ein Social Experiment. Solltet ihr unbedingt nochmal angucken, die Folge. Wow, ja. So amazing war die. Und ja, wir werden gerade ein bisschen geistig verrückt. Mir wird links von mir eine Feuergrube angezeigt. Warum wird mir eine Feuergrube angezeigt? Das interessiert doch niemand. Halt doch deine Fresse. Noch mich interessiert mir, warum mir eine Feuergrube angezeigt wird. Ich schlafe übrigens gerade und verhungere dabei ein bisschen. Okay. Kannst du mir auch ein Zelt bauen, während ich unterwegs bin? Nö. Okay, danke dir. Kein Problem. Wie viel geistige Gesundheit hast du denn? 150. Ach, nee, da mache ich dir echt keins. Warum nicht? Ja, weil es überhaupt nicht akut ist. Was ist denn los bei dir? Ich war immer nett zu dir. Nee, hast mir nie was zu essen gemacht. Ja. 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 Und jetzt? Ja, Manuel, genau. Ja. Ja gut. Ich habe nichts gefunden. Ich guck nochmal kurz die Map an, während ich hier im Dunkeln stehe. Ja, Grasbiom, Grasbiom. Ach, meine geistige Gesundheit. Also es ist gerade, wir sind gerade echt in so einem Flow, wo es uns einfach echt nur noch gut geht, ne? Hab ich das Gefühl. Wir müssen in Richtung Süden erkunden noch. Willst du da diesmal mitgehen, oder? Ja, ja. Nee, ja, du. Ich bräuchte eigentlich Hilfe bei dem Bienennesting. Weil okay. Einer muss die immer weglocken. Das ist ja richtig aber, dumm alleine. Aber willst du nicht. Büffel, Junge! Ich hab nur deine Kacke aufgehoben. Chill. Willst du nicht vorher den Lagerraum haben? Nee. Der, die produzieren ja die ganze Zeit. Wir haben gerade gar keinen, der produziert, weißt du? Das riecht mich halt auf. Oh, die Lampe ist auch so geil. Die Lampe ist in dem Zelt scheinbar leer gegangen. Oder leerer. LOL. Ja, wenn du sie angelegt hast, geht sie leerer. Ja. Jo, Spinnennest können wir hier wieder zerstören, auf jeden Fall, für wenn wir Seide bräuchten. Guck ich jetzt kurz. Und irgendwie bringt das 40 oder 50%. Richtig krass. So ein, Glühwürmchen. Ja, das klingt nice. Soll ich kurz Knoten weglegen? Ich weiß nicht, was der macht. Ach, ich werfe. Da hat mich das gerade irritiert. Feuer werden auf einmal auf der Map angezeigt. Also, wenn du direkt in der Nähe bist, wird dir das angezeigt. Ja, ist damit du weißt, wo das ist. Ist wahrscheinlich wegen diesem Mod, den wir drin haben. Ja, richtig sinnvoll. Ja. Bitteschön. War nicht dein Verdienst, hab ich rausgesucht. Okay. Auf die Leute anzulegen. Danke, Manu. Kein Problem. So, rennen wir noch mal ein bisschen hier nach Timbuktu. Nimm immer schön viel Stein mit, ne? Und wenn du jetzt ja, gerade 40 Steine dabei hast, dann, leer dich mal gleich. Nee, nee. Dann, wenn du gleich zu Hause bist, dann mach einfach echt mal, ich weiß nicht, dass du noch 5... Ich bin schon nach unten abgebogen, ich bin schnell. Oh, dass du noch 5 dabei hast. Ich nimm einfach einen zweiten Stack Steine so nebenbei mit. Ja, ja. Ich leg mal Stein wäre echt geil für die, Basis. Ich werf die Spinnendrüse mal weg, die ich hab, weil... Ja, nein! Platz mangelt doch. Monster. So. Der Frosch hier tötet gerade einen Truthahn. Lustig. Geil. So, hier ist das... Okay, ich habe unser Tentakel-Biom gefunden. Das ist gut. Habe ich auch schon eins gefunden, meine ich. Ganz unten links. Ja, genau. Ganz unten bin ich hier gerade. Du bist ja echt schon ziemlich weit runtergelaufen. Ja, ja. Sehr weit. Okay, jetzt bin ich in so einem Tentakel-Biom. Laufe ich da mal durch? Ich sammle noch mal ein bisschen Eis, ne? Nicht, dass es dann gleich weg ist oder so. Ja. Ja, klar, solange der Frühling da ist, sollte Eis noch da sein. Ja, gut, gegen Ende vom Frühling kann es ja auch verschwunden sein, hast recht. Aber wir müssen dann echt, ja, das wird auch so sein. Ja, wir haben ja wieder Bären eigentlich. Also Eis brauchen wir nicht mehr. Nee, ich meine auch gerade für die Eismaschine, falls was entzündet oder wir uns Sachen machen müssen, die uns kühlen. Da gibt es auch Sachen, die mit Eis verbunden sind oder nicht. Ja. Ja. Oh, ich habe so einen Wiederbelebungsaltar gefunden. Oh, nice. Wo? Ah, der ist richtig weit weg. Ja, drück mal M und schau mal ganz weit nach unten. Egal, sollten wir trotzdem schaffen. Ja. Ich höre sehr laute Geräusche. Ich wusste gar nicht, dass diese Sumpfbiome so groß werden können. Ich will eigentlich nicht in der Nacht in einem Sumpfbiom sein. Warum denn nicht, Senpai? Weil ich mich nicht hier wohlfühle. Ja gut, okay, ich habe ja eigentlich noch ein bisschen Zeit.
Okay, schon kommen zwei Tentakel, die mich angreifen. Danke. Danke für nichts. Oh, die Tentakel kämpfen hier gegen Spinnen. 5 Spinnen gegen ein Tentakel. Vielleicht, nice. Vielleicht braucht ihr Tentakelwaffe. Das wäre cool. Bisher tötet Tentakel nur alle Spinnen. Ist das eine Maschine? Können wir so einen Tentakel nicht als unseren Freund anstellen? Warte mal, wir brauchen noch 10 Bretter, oder? Tentakelstückchen. Die Spinnen lassen alles auf. Das hast du gerade reingeschrieben. Nee, 20 Boards. Ja, was? Genau. 20 okay, Boards und 20 verarbeiteten Steinen. Ja, ich kümmere mich mal um Boards. Und Cutstone auch. Dann bist du der Marble-Typ. Du hast einen Job, weißt du? Ein Marble musst du besorgen. Das ist nicht hingekriegt, du Opfer. Holy shit, sind die Meermenschen schnell. Ja, wir werden dann gleich auch mal von einem Holzmenschen angegriffen, ne? Also okay. Nebenbei. Ja, ich habe ja einen bösen Baum gerade erst erschaffen eigentlich. Oh. Ich glaube, hier macht es allgemein einfach nur böse Geräusche in dem Sumpf. Der ist eigentlich unser Freund. Ja? Ja, hier wirkt's gut. Ich wollte schon immer meinen Baum als Freund haben. Früher in meiner Kindheit habe ich immer alle Bäume umarmt und mit denen geredet. Hier gibt's Moskitos. Nimm die mit. Ich habe keinen Kescher. Hätte ich einen Kescher, könnte ich die wahrscheinlich sogar wirklich mitnehmen. Sonst können wir halt noch unterirdisch nach Mar besuchen, ne? Ach so. Ich glaube, ich habe auch noch nie so ein Biom gesehen, wovon du da gerade gelabert hast. Das sieht aus wie das, was mit der Statue, bloß ein riesengroß halt. Diese Maxwell-Statue, weißt du ja noch. Ja, ich wäre dafür, dass wir ab jetzt alle Bäume außerhalb unserer Mauern ziehen. Da damit, falls einer ausrastet, wir geschützt sind. Ja. Au. Bist du tot? Nee, nee, mich hat nur ein Moskito gestochen. Ach, schade. Aber nur im Spiel. Ach, schade. Danke, Manuel. Spinnen gegen Tentakel mal wieder. Es wird hier im Kreis. Ich koche uns mal ein bisschen was. Toll. Gut, dann gehe ich mal aus dem Biom raus. Boah, ich könnte hier noch ein bisschen am Rand entlang chillen. Oh, 3 Cut Stone. Ey, was sind das denn hier für Geräusche? Bin ich denn hier gelandet? Ach komm, lutsch, lutsch, lutschi, lutsch. Sind deine Kinder aus Freedom jetzt hier oder was? Ja. Hä, ich kann hier keinen Schmortopf hinbauen. Oh Gott, die Fischmenschen kämpfen gegen die Tentakel. Es ist der Krieg. Da liegt auch so eine Waffe am Boden, aber hier sind 1000 Fischmenschen. Aber die sind echt schlecht im Zielen. Haha, ich hab eine Waffe geklaut. Es wird Nacht. Gut, dass ich meine Lampe noch hab. Da hast du dir richtig reingelegt. Die prängt ohne Ende, ey. Ich bin ja echt eher ein Fan von Social Experiments. Oh Gott, laufen hier viele von diesen Fischmenschen bei Nacht rum. Boah, wenn du nach Hause kommst, ne? Ja, ich komm sofort. Dann hast du einfach Essen, Junge. Du hast einfach Essen. Weil sich mal jemand um dich kümmert. Oh, ist das schön. Oh, ist das schön. Da sind Spinnen. Alt, überall will mich kann alles umbringen. Kann Legoff da nicht ein neues Bild malen? Ich, wie ich richtig ekelhaft fett geworden bin, weil Zombie mich immer gefüttert hat. Und ich sag dann irgendwie, jetzt bist du dran. Da kann man schon was draus machen. Wie meinst du, ich jetzt bist du dran? Ich renn ihm fett hinterher. Ja, so von wegen, jetzt wirst du fett gemacht. Achso, weil du mich und jetzt fütterst? Und ich fang an zu ja, genau. Man nutzt ja hier keine unrealistischen Szenarien auf. Jetzt würdest aber du jemals Essen für mich machen. Grade. Ich hab doch schon. Nein, ich bin doch gar nicht da, Manu. Ja, aber ich mach doch schon! Wen fütter ich denn die ganze Zeit? Irgend so ein dickes Monster in unserer das? Basis. Ja. So ein Imitator. Wäre voll cool, wenn es sowas im Multiplayer gäbe. Nee. So ein Viech, was einfach den Spieler nachahmt. Ja, voll geil. Wenn du auf einmal richtig verarscht wirst. Ja. Oh, es wird gleich wieder Tag, dann kann ich mich hier noch ein bisschen umgucken. Komm, wird Tag. Schneller. Schneller. Okay. Alter, mit dem Helm, ne? Also ich kann mich nur wiederholen. Das ist einfach krank, wie geil der ist. Achso, dein Nienhelm. Ja. Ja, der schützt ja auch vor Regen, genau wie der Hut. Was?
Ja, ja. Das auch noch. Also ich hatte vorhin ein bisschen mehr Regenresistenz, wo ich den auf hatte. Alter, ist ja geil. Hast du dein Hühnchen verloren? Oder gibt's davon einfach mehrere? Da gibt's da mehrere. Ja, hier ist nämlich auch eins. Ach, nice. Da Essen ist im Kühlschrank. Nice. Alter, weißt du, zwei ganze Paar... Ja gut, also die Welt erkunden macht ja sowieso Fun. Das ist ja nicht das Problem. Beispiel. Aber es ist trotzdem nervig, zwei ganze Parts jetzt hier nach Marmor zu suchen. Und dann noch so unerfolgreich. Ja, genau. Du hast es verstanden, Manuel. Hier kriegst du einen Daumen nach oben von mir. Ah ja, geil, danke. Also darfst du dann ein Video aussuchen, das like ich dann. Ach cool. Mondstein, am Ende schickst du mir dann einfach so ein Video, was nicht mal von dir ist. Ja. Ja, da will ich einen Daumen sehen. Oh, da fällt mir ein Video ein, das schicke ich dir gleich. Das will ich jetzt hier nicht promoten. Okay. Oh Mann. Hä, hier sind auch Tumbleweeds? Um es runterzubrechen, es hat einen richtig kranken Titel und ist von einem richtig beschissenen Scheiß-YouTuber. Und das soll ich liken. Ja. Na, wäre lustig, wenn ich genau das da nehmen würde. Achso. So, bitte merke dir diese Worte, okay? Ja. Du brauchst keinen Cut Stone mehr craften. Wir haben 20. Was mache ich denn mit meinen 2 Sticks Stein? Ja, den kannst du ja wieder zurückpacken und mir geben. Wir brauchen ja Stein so oder so. Oh, jetzt habe ich sogar zu viel gecraftet. Ups. Manu, ich sage dir, die Welt ist Ach, guck mal, ich bin links von dir, Manu. Hä? Ich habe mich verlaufen, Manu, ich bin links von dir. Ah, da, ja, da war ich doch gerade auch. Das ist Meer. Ja, da war ich auch. I know that room. Achso, hast du schon mal solche Steppenräder dann kaputt gemacht? Nee. Achso, die droppen nämlich Gras und Stöcke und Spinnennetze. Alter, Gras, was? Gras? Ach, ja. Bestimmt bist du die ganze Zeit an Marvel vorbeigelaufen. Ja. Ich habe nicht drauf geachtet. Kann gut sein. So, Boards wollte ich ja noch machen. Hä? Also bist du auch einmal komplett hier unten außen rumgelaufen? Ja, nicht komplett. Also, irgendwann habe ich dann halt gestoppt. Boah, ja. Alter, 20 Boards, ne? Du willst mich doch echt verarschen. Tumbleweeds machen lustige Geräusche. Die machen mir Angst. Gekochtes Essen hast du wahrscheinlich nichts da? Doch, du hast gesagt, du willst mich füttern. Ja, hab ich ja schon. Okay. Kannst du einfach reinkommen und dich füttern lassen? Gerne. Ey, also. Also, du brauchst nichts mehr, ne? Du kommst wieder, du brauchst nur Marble und dann hast du alles. Der Truthahn hat gerade die Spinnen. Okay. Ich werde gerade die ganze Zeit nass und trocken, weil ich durch den Wald mit einem Schirm renne. Blub, 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 macht sie. Echt? Ja. Okay, 50.000 Spinnen. Bei hallo. Der Frühling ist echt angenehm, ne? Also trotz des Regens. War beim letzten Mal schlimmer, ja? Also, ja, klar, wahrscheinlich auch, weil ich einfach Roboter war. Also der Geilo-Schirm ist auch viel besser, seitdem wir den haben. Also der Frühling, meine ich. Ja. Musst du den jetzt Schweineschirm. Schlagen, Seile, Stöcke. Viele Steine habe ich 5. Okay, dann werfe ich 5 Steine raus. So. Gut, dann komme ich jetzt zu dir. Ich muss halt auch kein Holz mehr anmachen, außer ich will irgendwie schlafen, um meine geistige Gesundheit mal zu pushen. Wie viele Tage war ich jetzt unterwegs? 2? 3? Ach, 3. Ewig. Ja! In welcher Sendung war das? Keine Ahnung. Hat mir gerade echt gar nichts gesagt. Die Sendung mit dem Brot. Ja? Die Sendung. Ja, das. Es gab doch da diesen grünen Kohl, dem sein Kumpel war. Hab ich nie und Chili, gesehen. Und Chili das Schaf. War komplett nach meiner Zeit, scheinbar. Okay. Hunde kommen. Hunde kommen. Ich bin gleich daheim, Manu. Alter, was ein Timing. Going to, is that you? Ich muss noch einen Baum fällen. Wofür? Holz. Wofür? Holzrüstung. Achso, ich kann dir eine Holzrüstung geben.
Ja, meine hat noch 24 Haltbarkeit, deswegen denke ich, dass sie nicht den Kampf überleben wird. Ja, dann gebe ich dir eine. Ich crafte eben noch eine, ich kann ja selber noch eine machen. Okay. Bin gleich beim Lager. Kann ich dir machen. Zündest du das Feuer an? Nee. Nimm dafür deine Lampe. Ernsthaft, das ist einfach das Geilste. Oh nein, Zombie. Ich hab eine Holzrüstung gecraftet. Oh, jetzt habe ich noch. Ja, geil, danke. Ja, warte, die nehme ich mit. So, ich habe meine neue Killerwaffe hier. Gib mir am besten direkt deinen Helm. Warte, komm her, ich fütter dich, okay? Okay. Ich hab 50. Gib mir deinen Helm. Achtung, Hunde. Oh. Bitte werf mir deinen Helm zu. Ja. Bitte schnell. Liegt am Boden. Dau! Oh, danke. Oh, Licht. Wollte ich jetzt eigentlich nicht, warte. Ja. Okay, er ist ready to grow. Hier, nimm. Ich kämpfe. Ja, seh's. Er liegt da oben. Ah ja. Bitte aufheben. Ja, ja, es wird jetzt eh Nacht. Ups. Ah ja, voll. Nett. Ja, richtig geil. Super günstig. Ja gut, und besonders, wir können ja, gleich noch die ganzen Spinnen da rechts wieder töten. Wir haben ja 50.000 Spinnen zum Rasieren da drin. Ja, können wir jetzt als nächstes machen. Weil ich bin auch voll und dann gleich lohnt sich vielleicht auch wieder schlafen. So, was hat, oh, du hast 4 Töpfe gemacht? Ja, leider ging er nicht mehr da links neben. Es ging nicht. Konnte ich machen, was ich wollte. Okay. Ach, und du erntest. Kann man das nicht stecken? Doch. Gott sagen. Ja, ich habe halt immer mal wieder geerntet. Ich wäre aber dafür, dass wir erstmal unser Eis verschwenden, oder? Ja, oben sind Bären noch drin. Wenn du die mit deinen stecken willst. Nee, ich will einfach nur Eis. Ach, unten hast du auch Bären drin. Ja. Bisschen dumm, vielleicht. Ja, ich hab's ja schon. Aber wir haben gar kein Eis mehr. Ist schon leer? Oh, ja. Okay, ja, dann koch mal. Ich hab alles da drin. Ja, da drin ist ja noch was. Also, falls du... Ja, ja, aber das Monsterfleisch wird ja gerade schlecht. Ach so, okay. Das meine ich. Ja. Ich leg mal hier Gordsknoten hin. Okay. Keine Ahnung, was das macht. Wenn du das in deiner Base hast, wird sie nach einem Tag zerstört. Das ist... so funktioniert das. Boah, Alter, wird man schnell trocken, wenn man alles drei gleichzeitig aufhat. Alter, du Hand. Stimmt. Wir sind die Götter des Lichtes. Was möchtest du von uns? Kannst du dich mal drum kümmern? Ja. Ich bin ein bisschen beschäftigt in meinem Leben. Hey, das ist ja noch eine. Ja. Ich bin der Gott des Lichtes. Weiche von mir. Blitz. Tag. Helm aus. Ich hab das gar nicht mitgenommen. Deswegen. Ach so. Such das hier die ganze Zeit. Okay, ich nehme mal 3 Schmortöpfe mit. Die habe ich mal im Inventar. Ja, kannst du alles nehmen. Den esse ich direkt. Okay, dann esse ich einen und dann nehme ich die anderen mit. So. Cool. Dann steht's sehr gut um mich. Dann, was machen wir beim nächsten Mal, Manu? Weiß ich nicht. Lego soll erstmal das Bild malen, Mann! Mann, ey! Wo bleibt das? Ich wollte schon beim nächsten Part einblenden. Ich verstehe das nicht, ja eben. haben wir irgendwas, was Marvel kostet? Können wir irgendwas abreißen? Ah, ja, genau. Der Blitzableiter kostet ein Marble. Ja, dann machen. Nee, bloß nicht. ganz, also ist kein Marble, ist nur geschliffener Stein. Achso. Okay. Das ist echt das Wichtigste, was wir haben. Boah, guck dir das mal an, Alter, was ich hier koche. Da, ich bin ein viel krasserer Koch als du. Oder hier. Sag mal, du bist arbeitslos ab heute. Ja, du bist ja auch viel mehr Töpfe. Gar nicht. Hast du die Büsche noch eine Beere? Eigentlich mit der ganzen Kacke? Nee, gar nicht. Okay, das ist dein Job. Ich war doch da und hab dich sogar drum gebeten. Nee. Hier oben wächst noch eine Beere. Oh. Wenn du die nimmst, kann ich den Busch sogar düngen. Oh, Alter, wie ich genau perfekt Kacke hab, um alle Büsche zu düngen. Hallo. Jetzt ist meine Kacke leer. Jetzt kann ich doch kein neues Feld machen. Warte, ich... Ja, du hast doch auch welche gefunden, hast du doch erzählt. Ne, habe ich alles reingepackt. Reingepackt? Ja, halt in die Kisten. Achso. Alter. Das 5. Oh, meine geistige Gesundheit geht gerade richtig im Eimer. Oh, wir hätten die Kacke vielleicht für das Feld nutzen sollen und das Guano, um die Büsche zu bedüngen. YOLO. Zylinder. 6 Seide.
ich gehe da mal schlafen, ne? Warum rauchst du so? Hä? Das ist das Feuer. Okay. Sah merkwürdig aus. Juhu! Zylinder? Dann, ich will den nicht aufhaben, dummes Spiel. Hilfe. Vier Bretter und vier lebendige Hasen brauchen wir für die Magiemaschine. Gute Nacht, Maudado. Maudado. Gute Nacht, Maudado. Schlaf gut, Maudado. Bis zum nächsten Part, Maudado. Tschüss.